selbst fahre jetzt seit über 30 Jahren Motorrad. In den 30 Jahren habe ich alle, sage ich mal, fast alle Möglichkeiten von Motorradbekleidung durchgemacht. Das fing an mit Lederbekleidung, das ging dann über einfache Textilsachen mit Gore-Tex innen drin. Es ging über Laminate, alles wurde immer besser in diesen 30 Jahren. Aber auf den 750.000 Kilometern, was ich in der Zwischenzeit unterwegs war, gab es einfach nie das wirklich Perfekte. Und es waren so viele Gedanken bei mir im Kopf, es waren auch so viele Gedanken bei Jochen im Kopf, dass wir uns mal die Mühe gemacht haben, das alles aufzuschreiben, rauszubekommen, was müsste wirklich noch anders sein, dass es unseren Ansprüchen der verschiedenen Klimazonen, die wir durchreisen, dass es dem allen gerecht wird. Wir haben mit verschiedenen Firmen gesprochen, wir haben unsere Ideen so ein bisschen vorgetragen und als wir mit der Firma Stadler aus Niederbayern gesprochen haben, haben wir wirklich offene Türen eingerannt. Wir haben uns Gedanken gemacht, die für alle Motorradfahrer Gültigkeit haben. Das heißt, dieser Anzug ist sowohl in Afrika bei irgendwelchen Wüstendurchquerungen an der richtigen Stelle als auch bei einer Schottlandreise mit einem Straßenmotorrad. Er ist auch, wenn man mit einer K1300S durch die Alpen fährt, genau das Richtige. Wir haben auch, was die Optik angeht, unseren hauseigenen Designer gebeten, einfach die ganze Zeichnung, die ganzen Linien da drin zu designen. Und wir sind sicher, dass die Bekleidung für alle Arten von Motorradfahrern, für alle Sorten von Motorrädern geeignet ist. Da flattert nichts, aber es ist trotzdem so luftig, dass es auch auf eine Reise-Enduro perfekt passt. Das Konzept von dieser Kombi ist einfach eine sehr, sehr luftige Sommerjacke mit eingebauten Protektoren und darüber eine wasserdichte Laminatjacke aus Gore-Tex, die mit Reißverschlüssen mit der Sommerjacke verbunden ist, sodass man dann für alle Jahreszeiten eine passende Bekleidung dabei hat. Das ist der erste Prototyp. Die Firma Stadler hat uns den genäht, damit wir wirklich Zeit zum Testen haben. Wir waren 4 Wochen unterwegs in Sizilien, in Kalabrien, in den Alpen. Wir haben sehr, sehr viele Heißtage gehabt, wirklich an die 40 Grad, konnten dort die Vorteile hautnah erleben. Wir haben das im Regen getestet. Es gibt ein paar Kleinigkeiten, die wir einfach noch einfließen lassen wollen, bevor es in die Serie geht. Im Moment wird das gemacht und für die Saison 2011 ist auf jeden Fall alles lieferbar.